Schön, dass ihr alle da seid. Wir machen Loot Opening und wir haben einiges an Loot wieder angesammelt, 20 Orbs unter anderem. Und ja, und danach gucken wir uns einfach mal an. Also wir haben jetzt Loot gesammelt, wieder einen Monat. Und danach schauen wir auf jeden Fall nochmal in den Patch rein. Wir müssen natürlich auch noch unseren Yo Shop öffnen. Der verschwindet dann auch wieder irgendwie im Mai, Ende Mai. Und wir wollen natürlich gucken, was wir drin haben. Beim letzten Mal haben wir da den Elf-Skin rausbekommen, den ich schon so lange haben wollte, den Freyjord Elf-Skin, weil ich den auf meinem alten Account hatte, den von Season 1, den Account. Und die Fla ja, das ist echt so. Also es gibt diese auf Metapix. Okay, ich denke mal, ich war sehr gespannt, weil die Sache ist, die meisten ADC-Skins oder von den Champs, die ich spiele, habe ich ja schon. Okay, der ist geil, der ist richtig gut. Also, den werde ich wahrscheinlich nicht spielen, aber man kommt halt nicht mehr an diese Skins so ran. Oh mein Gott, wieso bekomme ich Azir? Also, das ist das, was ich meine, ich kriege dann wahrscheinlich irgendwelchen Random-Kram. Oh nein, Omega Squad Twitch. Es wird ja immer schlimmer. Oh ja, Fair Dragon Elf. Dann kriege ich hier die. Ihhh, Samira. Und der letzte ist. Okay. Safari Caitlyn. Gut, das war das zu den. Zu Your Shop. Und jetzt geht's zu den Loot Opening weiter. Aber jetzt kommt erstmal das Loot Opening. Wir fangen natürlich mit dem unspannendsten an und das sind die Eternals, denn wir haben natürlich schon alle. Aber kriegen ja auch Region Sol, Vladimir und halt orangene Essenzen. Das kann man sich dann alles für orangene Essenzen disenchanten. Muss ich dann selber mal schauen. Okay. Jetzt fangen wir hier mit dem Honor Orb an. Ja, wir bekommen jetzt hier wahrscheinlich so ein bisschen Key-Fragmente. Dasselbe gilt für den. Ihr kennt das ja schon von mir. Da gibt es dann erstmal die ganzen Keys. Oh, wir kriegen sogar hier noch Shaco. Keyfragmente. Und wir kriegen sogar ein richtig geiles Emote. Cup, yay, da hat es sich doch gelohnt. Wir haben hier ein Jahr lang uns angestrengt und sind immer nett zu unseren Teammates gewesen. Und als Dank dafür bekommen wir ein Emote. Gute Arbeit, Jungs. Also. Das sind die Leute doch richtig angespornt. Damit ist tatsächlich Shaco, den haben wir sogar noch nicht. Also wir haben den Champion schon, aber den Shard haben wir noch nicht. So. Also das ist schon mal das Beste, dass wir so ein Yay-Ding bekommen haben. Dann haben wir jetzt hier Schlüssel, die wir uns craften können. Und können jetzt auch gleich die Kisten öffnen. Aber bevor wir das machen, schaue ich mal in die Emotes rein. Wir machen natürlich. Oh, man kann die nur einzeln aufmachen. Cup, yay! Also ganz ehrlich, da brauchen sie bessere Belohnungen dafür. Wer auch nur Level 5 ist, wird, sollte keine Ahnung, einen Skin kriegen. Okay, ich krieg dieses Sylas-Emote. Das habe ich tatsächlich noch nicht. Grouchy, also ich habe ja schon fast alle. Deswegen hole ich mir auch die ganzen Emotes. Wir werden uns auch gleich noch zwei weitere holen. Surprise, das kenne ich tatsächlich noch nicht. Was mich jetzt mal interessieren würde, geht die Emote-Zahl höher? Wir haben hier 230 insgesamt. Ich weiß nicht, ob es so Legacy-Emotes gibt, ob dann die Zahl höher geht von der maximalen Anzahl der Emotes. Das weiß ich nicht. Wir holen uns jetzt erst einmal, weil wir uns hiervon nichts mehr so wirklich holen können. Diese ganzen Mystery-Emotes. Die zwei Stück und können wir die auch noch öffnen. TFA, die haben wir tatsächlich auch schon mal gespielt. Das war auf jeden Fall funny. Aber das können wir gerne mal on-stream spielen. Keine Ahnung, am Wochenende oder so. Oh mein Gott, ist das süß. Das kannte ich auch noch nicht. Wir haben so eine wunderhübsche, süße Katze. Oh, du bist. Okay, ist dein Main. Das ist echt cool. Also, ich liebe auf Metapix. Ich habe mich damals aus Bronze, als ich ADC angefangen habe, mit On-Hit Nico rausgespielt und ich spiele es auch immer noch gerne. Also ich liebe auf Metapix. Und ich krieg den Amumu Despair. Ja. So.
Jetzt interessiert mich, ist die Zahl hochgegangen? Ja, tatsächlich. Also man kann auch so Legacy-Dinger ziehen und dann geht die Zahl sogar noch höher von den maximalen Anzahlen der Emotes. So, jetzt wollen wir die Random Skin Shards öffnen. Wir öffnen direkt, I guess, alle 5. Warte mal. Warte mal. No. Yo. Okay. Das sind die. Das sind die, die man aus dem Twitch Prime-Dings kriegt. Ja. Und da bekommt man solches Zeug raus. Was? Okay, es geht schon mal gut los. Dann gibt es Arcanist Zoe, auch ein wunderbarer Skin, freue ich mich auch mega drüber. Den habe ich sogar noch gar nicht. Ich habe den Prestige, aber den habe ich noch nicht. Dann Guardian of the Sands Rammus, also keine Ahnung, einfach so 30 € Skin, nice. Okay, Freljord Sylas, glaube ich, der einzige Sylas Skin. Ist okay. Was ist das? Also diesen Skin, ich wüsste gar nicht, wem ich den zuordnen sollte. Seht ihr hier Nocturne? Ich sehe den nicht, keine Ahnung. Scheint ein sehr alter Skin zu sein. Bitte fragt mich nicht, wer den gepixelt hat. Ja. Übrigens, wir haben auch schon wieder ordentlich einen Prestigepunkte. Ich würde mir ja gerne den Leona-Skin holen. Müssen wir einfach mal gucken, ob wir es noch voll kriegen. Sonst müssen wir uns wieder irgendwelche Kapseln kaufen. Wie lange hält das noch? Im August 21. Das sind die 2020er Prestigepunkte und das hält bis zum August 21. Früher war es bis Februar 21, dann war es bis Mai 21, jetzt steht hier bis August 21. Das scheint sich immer wieder zu ändern. Das ist wie beim Berliner Flughafen. Er wird immer später fertig. Okay. So, wir wollen jetzt die Kisten öffnen. Wir fangen erstmal mit dieser einzelnen Kiste an, kriegen jetzt hier orangen Essenzen und ein Shadow Wolf Icon. Okay, das scheint ein sehr altes zu sein. Keine Ahnung, ist es nicht das Beste? Ich habe sowieso das beste Icon überhaupt. Ja, so. Ich würde auch sagen, wir öffnen direkt alle. Also, wir kriegen erstmal eine Kiste. Das ist schon mal nett. Wir kriegen erstmal eine Kiste. Okay, dann kommen jetzt wahrscheinlich die ganzen Champions, Echo, Illaoi. Die haben wir natürlich schon alle. Dann haben wir Arctic Ops Varus. Project Fiora. Das sind heute gute Skins. Okay, den habe ich schon 100.000 Mal gezogen. Das beste Icon ist die Languste. Ich weiß gar nicht, wo die ist. Irgendwo hier unten wahrscheinlich. Hi, willkommen im Stream. Schön, dass du da bist. Okay, der Skin ist wirklich nice. Aber ich glaube, ich habe den sogar schon. Okay, dann kriegen wir natürlich noch einen Key. Oh mein Gott, so ein Poro-Emote. Voll süß. Und tut tut. Let's go. Das habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Cooles Emote auf jeden Fall. So, wir haben noch weitere Kiste. Die wollen wir natürlich auch noch mit öffnen. Dann kriegen wir den Godfist-Ward, den wir auch schon hunderte Male gezogen haben. Und dann noch mehr orangene Essenz. Wir haben ja schon richtig viele orangene Essenzen. So, die Masterwork Chest, die öffnen wir natürlich einzeln. Und ich bin bisher immer enttäuscht worden davon. Das ist tatsächlich das Beste, was ich jemals da rausbekommen habe. Infernal Cannon, aber ist jetzt auch nicht so. I mean, ich habe halt einfach for free so ein Twitch-Ding bekommen und ziehe da Elementalist Lux raus. Leider habe ich diesen Skin schon, das ist so ein bisschen schade. Crime City Twitch, nice. Gut. Dann würde ich sagen, fangen wir mit den Orbs an. Und hier machen wir es natürlich so, picken wir jetzt wieder einen nach dem nächsten raus. Schön einzeln, denn es ist wie immer was Besonderes. Und da kann ja auch mehrere Sachen drin sein. Okay, wir fangen an mit einem Legacy-Skin. SKT-T1 Elise, wunderbarer Skin. Und wir bekommen den Gemstone. Tatsächlich kriegen wir Gemstone Nummer 54. Ich muss mir echt mal überlegen, was ich mit diesen ganzen Gemstones machen will. Ich weiß es echt noch nicht.
So, machen wir weiter. Oh, es geht direkt der nächste auf. Da muss man nicht mehr draufklicken. Das war früher aber auch noch nicht so. Conqueror Varus, ja, pff, weiß ich jetzt nicht. Das so der geilste ist. Dann haben wir Worldbreaker Sion. Cooler Skin. Ja, einfach ganz viele Hextech-Thronen holen. Aber ganz ehrlich, ich finde diese Masterwork-Chests übel bad. Das sind sogar die Orbs besser. Dann haben wir hier Phoenix Quinn, die ich aber auch schon habe. Jetzt finde ich auch einer der besten Quinn-Skins. Ich glaube, war das sogar der erste. Dann haben wir hier Major Six. Also für Six Mains ist das auf jeden Fall was Tolles zum Sammeln, aber für mich eher weniger. Wir kriegen sogar noch einen Gemstone. Das ist schon Gemstone Nummer 2. Also ich bin schon sehr zufrieden. Übrigens für jeden, ich sag mal, Legendary Plus. Verlosen wir dann in den Kommentaren wieder ein Random Skin. Übrigens, wir haben Random Skin verlost. Und ich weiß gar nicht, was Lizzie bekommen hat. Ich glaube DJ Sona oder so. Ich wusste gar nicht, dass man bei so einem Random Skin auch Ultimate-Zeug rauskriegen kann. So. Okay, Full Metal Ramos. Das sind so die Skins, die man gefühlt immer und immer wieder zieht. Okay, True Damage Senna ist ein toller Skin. Aber ja. Ich habe den leider auch schon. Das, was so ein bisschen schade ist, ist, dass ich die meisten Skins halt einfach schon habe. Okay, den habe ich nicht. Ich muss sagen, den Skin finde ich ziemlich geil. Auch wenn er für Splash hat, vielleicht nicht gut aussieht, aber ich finde die ganzen Cosmic Skins finde ich einfach geil. Ich glaube, Cosmic ist eine meiner Lieblingsreihen. Vielleicht sogar direkt nach Elderwood. Elderwood ist meine Lieblingsreihe. Ich finde die Elderwood Skins geil. Und wenn wir über Cosmic Skins reden, kommt direkt der nächste Cosmic Skin. Also, ich muss schon sagen, das Loot Opening ist besser als das letzte. Das letzte war so ein bisschen so ein Reinfall. Gut für Lizzie vielleicht nicht. Okay. Müssen wir nicht reden über Narskin? Jetzt kommen erstmal wieder, ich sag so, jo, ich bin begeistert. Jetzt kommen erstmal hier nur Müll. Hired Gun, Lucian, ja, keine Ahnung. Ist noch nicht mal Legacy. Da würde ich so sagen, ja, ist cool. Okay, ein bisschen Nautilus. Ich weiß, dass Lizzie den gerne spielt. Ich finde den, uff. Es gibt bessere. Ja. Okay, das ist gut. Psyops Sona. Ist ein sehr, sehr geiler Skin. Aber ich glaube, den habe ich sogar schon gezogen. Ich würde ja gerne von der neuen Reihe mal was ziehen. I mean, es ist Space Groove. Let's go. Gib mir wenigstens einen Space Groove Skin. Am Ende kommt so Space Groove Lux, die ich auch schon habe. Okay, Challenger Nidalee. Legacy Content. Okay, Firecracker Sejuani ist ein. Also die generell ist die Firecracker-Reihe einer der besten. Also. Der ist auf jeden Fall richtig nice, vor allem weil er auch Legacy ist. Ich glaube, die sind alle Legacy. Der Vayne-Skin finde ich ist sogar der beste. Also, das ist auf jeden Fall einer der besten Reihen. Dieses jetzt auch nicht mehr die, nicht jetzt nicht die neuesten sind. Also, dieses ist halt schon ein bisschen älter und die ist immer noch gut. Okay, SKT. Echo ist. Okay, durch Skin Rerolls. Ja, die Sache ist irgendwann. Wenn man alle Skins hat, bekommt man die natürlich dann auch durch Rerolls. Aber Rerolls mache ich eigentlich nicht wirklich. Weil ich habe noch eine ganze Menge da unten drin. Ja. Okay, Odyssey Sivir. Ich wusste gar nicht. Das ist Odyssey. Okay, lol. Das ist nice. Das ist Odyssey Sivir Ägypt. Ja, jetzt ist mir das. Okay. Was ist. Hat jemand jemals diesen Skin gesehen? Time Machine Zillion. Also, ich muss sagen, ich habe diesen Skin noch nie gesehen. Also, echt. Okay, Temple Jax ist wieder einen von den Skins, die es immer gibt. No, und Beemo. Aber Beemo haben wir leider auch schon. Also. Gucken wir mal so, was wir jetzt bekommen haben. Warte mal. Okay.
Also zwei Champions. Echo können wir uns natürlich, wir haben den schon. Also wir haben generell schon alle Skins. Was haben wir bekommen? Wir haben hier Büssel, na, ich reroll die jetzt nicht und so. Dann haben wir also Elementalist Lux, dann haben wir Arcanist Zoe. Und die meisten Skins, wie gesagt, habe ich halt auch echt schon. Ich habe hier halt noch eine ganze Menge. Wir können ja mal gucken. Die man nicht aktivieren kann, sind immer ganz unten. Das müsste bis zur Lux sein. Die haben wir gerade alle gezogen und die besitze ich schon alle. Also, wie ihr seht, eine ganze Menge besitze ich schon. Ja. Dann haben wir halt noch die Turnus bekommen und dann diesen komischen Ward. Ich besitze da auch schon einige. Ja. Ich weiß noch nicht genau, was ich mir denn davon freischalten. Achso, welchen Skin wollen wir freischalten? Einen Skin wollten wir nämlich freischalten und was war das? Ich habe es jetzt nicht gesehen. Lizzie meinte irgendwas. Der Nocturne-Skin, ne? Okay, ja, den Nocturne-Skin wollen wir uns auf jeden Fall freischalten. Das machen wir jetzt hier noch. Auch wenn der, ich finde den, was ist das? I mean, ja. So. Nee, nicht Alphabetical Rarity. So. Wir haben eins, zwei Skins bekommen, die wirklich gut sind. Die besitzen wir zwar beide schon. Aber, das heißt, wir verlosen in den Kommentaren dann wieder zwei random Skins. Das Video kommt dann auch morgen auf YouTube und dann hat man, denke ich mal, bis zum nächsten Event Zeit unter die Kommentare halt zu schreiben hier. Ich will gern mitmachen. Und ja, da könnt ihr dann halt wieder die Kommentare unterm Loot Opening schreiben und dann lose ich quasi dann aus und irgendwer wird dann den Skin bekommen, wird dann die Skins bekommen. Genau, das war's. Terror of Tornado, vielen, vielen Dank für dein Prime-Sub. Vielen, vielen lieben Dank. Ich beende jetzt aber erstmal den Stream, erstmal lieber an dich. Willkommen bei den Rebellen. Du bist jetzt auch ein richtiger Rebell. Vielen lieben Dank. Ich beende jetzt erstmal die Aufnahme. Liebe geht raus an Terror of Tornado. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.